Eine neue und sehr junge Band stürmt die Charts und schon ist sie hier bei uns im Studio. Ich begrüße Tokyo Hotel, guten Morgen. Hey, ihr kommt aus Magdeburg, habt eigentlich Schulferien, seid heute extra früh aufgestanden. Ist das schwer gefallen? Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber so richtig genießen konntet ihr die Ferien auch nicht. Ihr habt viel gearbeitet, ein Video gedreht, viele Auftritte. Genau. Wir schauen einfach, damit die Zuschauer das alles mal kennenlernen, in das Video mal rein. Okay. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt. Durch den Monsun direkt in die Single-Charts. Tokyo Hotel haben geschafft, wovon so ziemlich jede Newcomer-Band träumt. Mit ihrer Debüt-Single klettern die vier Jungs aus Magdeburg in dieser Woche von 0 auf Platz 2 in den Bravo-User-Charts. Tokyo Hotel, das sind Sänger und Songwriter Bill, 15, sein Zwillingsbruder Tom an der Gitarre, Schlagzeuger Gustav, 16 und Bassist George, 17. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit. Trotz ihres zarten Alters haben die vier schon reichlich Live-Erfahrung gesammelt. Als Band treten sie seit 2001 in Clubs auf und jetzt soll's auf die ganz großen Bühnen gehen. Und vielleicht erfüllt sich dann ja auch ihr größter Traum, einmal in Tokio aufzutreten. Durch den Monsun ist ein echter Ohrwurm. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tokyo Hotel, wo habt ihr diesen Namen eigentlich her für die Band? Was hat der für eine Bedeutung? Also wir haben irgendwie überlegt, wir sind alle Stadtmenschen und wir haben geguckt, dass wir irgendwie einen Namen finden, der diese ganze Zeit, die wir jetzt erleben dürfen, symbolisiert. Ja. Und wir haben gedacht, wir brauchen eine große, impulsive Stadt und da war Tokio irgendwie genau das Richtige. Ja, aber ihr wart noch nie da, oder? Nee, wir waren noch nicht da und gerade deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, weil das, was wir erleben, haben wir auch noch nicht gemacht bis jetzt. Und darum haben wir auch gedacht, nehmen wir eine Stadt, die das dann wiedergibt. Und Hotel halt, weil wir so viel unterwegs sind. Ja. Vielleicht schafft ihr was bald nach Tokio. Bill und Tom, man sieht es kaum, ihr seid Zwillinge, eineiige Zwillinge. Genau. Warum seht ihr so unterschiedlich aus? Sollen wir das nicht erkennen, dass ihr Zwillinge seid? Also eigentlich haben wir es nicht drauf angelegt. Also bis zum Alter von 6 Jahren sind wir noch ziemlich gleich rumgelaufen. Da konnte man uns auch nicht auseinanderhalten. Aber danach hat sich das in völlig verschiedene Richtungen entwickelt. Mhm. Aber warum? Also wir hatten wahrscheinlich kam es auch deswegen. Ja. Keine Ahnung. In der Schule hat man euch in der 7. Klasse getrennt, habe ich gehört. Genau. Ja, stimmt. Was ist da dran? Also die Lehrer fanden halt, dass wir irgendwie als Zwillingspärchen irgendwie zu stark sind und irgendwie zu viel Scheiße bauen. Und deswegen haben sie uns dann in verschiedene Klassen versetzt. Und was sagen die Lehrer jetzt über eure, wenn ihr spät abends noch auftretet und früh in der Schule sein müsst, was sagen die dazu? Also die haben das jetzt noch nicht so richtig mitgekriegt. Also es ging jetzt in den Sommerferien los. Hm. Und jetzt sind wir erstmal gespannt, so was dann in der Schule los ist und was die anderen dazu sagen. Eine Frage noch, habt ihr Vorbilder? Sicherlich, ne? Also ich bin so der Einzige, der ein Vorbild hat. Das ist Lars Ulrich von Metallica. Ja. Und da wollt ihr alle so, seid ihr denn da alle auf einer Linie, dass ihr da irgendwie hingehen wollt? Wir hören eigentlich ganz unterschiedlich. Ja, ganz unterschiedlich. Alle ganz unterschiedlich. Also ich bin Fan schon lange von Oasis zum Beispiel. Genau. Aber ihr kommt trotzdem immer auf einen Nenner. Ja. Wunderbar. Ja, ich empfehle allen die neue Platte. Wunderbar, dass ihr hier seid. Geht bitte noch nicht weg. Wir machen jetzt nämlich unser Gewinnspiel. An dieser Stelle noch bei euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Danke. Ich bin gespannt, wie der Hit weiter einschlägt. Ganz jung und ganz weit vorn. Die Newcomer-Band Tokyo Hotel aus Magdeburg klettert gleich mit der ersten Single durch den Monsun auf Platz 2 der Bravo-User-Charts. Tokyo Hotel, das sind Sänger und Songwriter Bill, 15, sein Zwillingsbruder Tom an der Gitarre, Schlagzeuger Gustav, 16 und Bassist Georg, 17. Sie treten schon seit 2001 auf und wollen jetzt die ganz großen Bühnen stürmen. Könnte die neue Deckung des Jahres sein, deswegen haben wir gesagt, kommt mal schnell vorbei. Wenn Ihnen das zu schnell ging, wer ist? Morgen Jungs, stell euch schnell mal kurz vor. Hi, ich bin Georg und Bassist. Hey, ich bin Bill und ich singe in der Band. Guten Morgen, ich bin der Gustav und der Schlagzeuger. Der Tom, der Zwillingsbruder von Bill und ich spiele Gitarre. Und ihr seid, das haben wir eben schon mal gehört, wahnsinnig jung. Wer ist der Jüngste? Ich. Ich bin noch 10 Minuten jünger als er mit 15, aber wir werden am 1. September 60. Ihr seid Zwillingsbrüder und ihr spielt ja schon seit Jahren zusammen, obwohl ihr erst 15 seid. Wie lange macht ihr schon Musik? Schon jetzt zusammen seit fünf Jahren. Ja. Genau, und Tom und ich haben mit 7 angefangen und hatten so mit 9 die ersten Auftritte. Und vor 5 Jahren kamen die beiden anderen dazu. Das heißt, ihr seid alle noch in der Schule? Ja. Momentan sind Ferien? Ja. Genau, Sommerferien. Geht ihr so auch in die Schule? Ja. Mit der Frisur? Ja. Ja, genau so. Dann brauchst du morgens aber länger als die Mädels im Bad, oder? Das kann schon vorkommen, ja. Wie lange brauchst du, um das so hinzukriegen? Also, wenn ich mich beeile, 1 Stunde, aber wenn ich mir Zeit lasse, dann auch schon mal 2.
2 Stunden bist du mit deinen Haaren beschäftigt? Ja. Also nicht nur mit den Haaren, mit allem. Okay, also ich habe das Gefühl, dass hier eine große Karriere entsteht. Ihr habt ihr gesagt, schon viele Jahre zusammen gespielt. Wie kam es denn jetzt, dass es plötzlich so abging, dass da plötzlich eine Platte gemacht wird? Wie seid ihr entdeckt worden? Davon träumen ja ganz, ganz viele in eurem Alter. Ja, also wir sind ganz klassisch entdeckt worden. Und zwar in unserem Stammclub von einem Produzenten von uns. Der stand da irgendwie rein, zufällig im Publikum. Und ja, und daraufhin hat er uns in sein Studio eingeladen. Und wir haben irgendwie halt versucht zusammen zu arbeiten und es hat dann auch hingehauen. Wir wünschen euch alles gut. Habt ihr was mitbekommen vom Papstbesuch hier in Köln? Ja. Ja. Wie findet ihr das? Ja. Ja. Wer braucht? Magdeburg ist nicht so richtig katholisch, glaube ich, ne? Nee, nicht wirklich. Wir haben Auge weiter auf euch. Tokio okay, Hotel, super. Die Neuentdeckung des Jahres 15 bis 17 und das sind schon große Karrieren. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Jo. Und bis bald. Ciao. Okay. Ciao.